Das war das Leben von Ex-Karstadt-Chef Thomas Middelhoff. Auf den Finanzplätzen dieser Welt, wie hier in New York, war der Manager gerne und viel unterwegs. Vor dem Landgericht in Essen wurde er im November 2014 zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Ohne Bewährung. Noch im Gerichtssaal wird er verhaftet. Fluchtgefahr. Zum Verhängnis wurde ihm unter anderem ein Flug nach New York für 91.500 Euro. Middelhoff war privat unterwegs, zu einer Aufsichtsratssitzung der New York Times und kassierte hierfür 7.000 Dollar. Die Flugkosten stellte er aber seinem Arbeitgeber Karstadt in Rechnung. Der Manager konnte Privates und Geschäftliches offenbar nicht trennen und muss dafür jetzt die Zeche zahlen. Ein erstes Urteil in einem beispiellosen Prozessmarathon. So lebte der Topmanager Middelhoff früher. Saint-Tropez, Treffpunkt der Schönen und Reichen. Hier besitzt er eine Luxusvilla und dorthin lud er früher gern seine Kollegen zum sogenannten Vorstandswochenende ein, auf Kosten von Karstadt. Man traf sich hier auch, um den angeschlagenen Konzern zu retten. Dies jedenfalls hatte Middelhoff immer behauptet. Uns ist es gelungen, das Unternehmen über dem Abgrund nochmal zurückzuziehen. Und zwar durch Kraftmaßnahmen, die, ich glaube, schon ihresgleichen suchen. Kraftmaßnahmen, die ihresgleichen suchen? Das liest sich in den schriftlichen Einladungen an die Vorstandskollegen ganz anders. Die Programmpunkte wirken wie aus einem Werbevideo für Saint-Tropez. Danach waren an den Wochenenden unter anderem vorgesehen, nachmittags Faulenzen auf dem Boot und einen Besuch des Marktes in Saint-Tropez inklusive Powershopping im Ort. Mit dem passenden Outfit geht es dann auf die Piste. Anschließend stürzen wir uns ins Nachtleben von Saint-Tropez. Fetzige Kleidung ist angesagt, so der Chef. 75.000 Euro stellte Middelhoff dem klammen Konzern für mehrere solcher Trips in Rechnung. Gearbeitet wurde übrigens auch. Der Vorstand beschloss den Abbau von rund 4.000 Arbeitsplätzen bei Karstadt. Zwei, die später ebenfalls ihren Job verloren, waren Jürgen Seebeck und Hermann Heinrich. Sie waren Betriebsräte und arbeiteten in der Karstadt-Filiale Kaiserslautern. 2010 wurde sie geschlossen. Die ehemaligen Mitarbeiter erinnern sich an das Ende. Die Art und Weise, wie man sich von den Mitarbeitern getrennt hat, das hat bei den Menschen Schäden hinterlassen. An diesem Standort hat man innerhalb von 8 Tagen das komplette Personal entlassen, entfernt, den Laden gesäubert und komplett mit Leiharbeitnehmern die Schließungsphase betrieben. Früher hat man immer gesprochen, sozialen Leistungen eines Großunternehmens. Aber das, was sich hier abgespielt hat, das ist schon menschenverachtend gewesen. Das muss man im Nachhinein sagen. Kaiserslautern war eine der Filialen, die im Zuge der Pleite des Warenhauskonzerns geschlossen wurden. Tausende Arbeitnehmer verloren ihren Job. Die Umstände der Insolvenz beschäftigen bis heute die Justiz. Offenbar steckt mehr dahinter als reine Misswirtschaft. Es geht auch um geheime Milliardengeschäfte hinter den Kulissen, in die Ex-Chef Middelhoff verwickelt war. Hier im Landgericht Köln kommen jetzt die dubiosen Geschäfte zur Sprache. Unter anderem das Beziehungsgeflecht mit dem Bankhaus Saal Oppenheim, dem letzten Hauptaktionär von Karstadt vor der Pleite. Als Vorstandsvorsitzender war Middelhoff auch privat eng mit dem Geldinstitut verbunden. Wie die vornehme Bank mit Karstadt das ganz große Geld machen wollte, das ist eine der offenen Fragen. Früher wurden hier rund 150 Milliarden des deutschen Geldadels verwaltet. Inzwischen ist Oppenheim von der Karstadt-Pleite mit in den Abgrund gerissen worden. Ihre einstige Führungsspitze steht heute ebenfalls vor Gericht.
zusammen mit einem früheren Geschäftspartner. Auch der ist mit der Justiz kollidiert. Der Immobilienentwickler Josef Esch. Mit ihm müssen sich frühere Verantwortliche des Bankhauses, wie Christoph Freiherr von Oppenheim und Matthias Graf von Krockow, verantworten. Der Vorwurf: Untreue, Steuerhinterziehung und unerlaubte Bankgeschäfte. Josef Esch sitzt in der letzten Reihe, gilt aber vielen als zentrale Figur, die alle Fäden in der Hand hielt, vor allem zu seinem eigenen Nutzen, wie heute selbst ehemalige Geschäftspartner meinen. Er hat gegriffen, was er kriegen konnte und ist sicherlich mit Einsatz seiner Mittel besondere Wege gegangen, die mir fremd sind, die ich auch, ich bin aber kein Richter, der darüber urteilt. Bei wertfreier Betrachtung ist Josef Esch genial. Bis vor kurzem war Esch vor allem in Köln ein gern gesehener Gast. Ein Mann, der es vom Maurer zum millionenschweren Immobilienmogul gebracht hat. Und dabei immer im Hintergrund blieb. Im Rampenlicht dagegen steht seine Geschäftspartner vom vornehmen Bankhaus Oppenheim. Mit ihnen hat der gewiefte Esch milliardenschwere Immobilienfonds aufgelegt, wie hier für den Neubau der Kölner Messe. Ein 750-Millionen-Projekt. Im Zusammenhang damit ist Esch inzwischen wegen Korruption angeklagt worden. Und nicht nur die Strafjustiz ermittelt. Inzwischen haben ihn und das Bankhaus Oppenheim rund 20 ehemalige Kunden auf Schadenersatz in Milliardenhöhe verklagt. Im Gegenzug prozessieren die Bank und der Baulöwe gegen einige ihrer ehemaligen Kunden. Auch hier geht es um dreistellige Millionenbeträge. Ein Hauen und Stechen unter ehemaligen Geschäftspartnern, ja sogar einstigen Dudes-Freunden. Auch Helmut Breuer war Kunde von Esch und hatte mit ihm über viele Jahre Geschäfte gemacht. Heute ist Breuer pleite und nicht gut, auf seinen einstigen Partner zu sprechen. Mit dem Verleih von Kränen waren die Breuer-Brüder in den 80er Jahren Multimillionäre geworden. Sie waren weltweit die Größten ihrer Branche. Ihr Geld hatten sie bei Esch angelegt, den sie seit langem vom Bau kannten. Als Student habe ich einmal meinen Vater begleitet bei einem Firmenbesuch in Troisdorf. Dieser Besuch fand in der Küche statt. Da lief Josef Esch auch irgendwann mal durch die Gegend. Und mir war das natürlich, als ich ihn das zweite Mal gesehen habe, schon sehr überraschend, wie er es geschafft hat, tatsächlich an die Reichsten der Reichen zu geraten und diese mit Fonds zu versorgen. Angefangen hatte Esch zu Beginn der 80er Jahre mit sogenannten Bauherrenmodellen, steuersparenden Immobilienprojekten für Besserverdiener. Doch das ganz große Geld ließ sich erst mit der vermögenden Kundschaft von Saal Oppenheim verdienen. Ja, ich glaube, die Verbindung zum Bankhaus hat ihm natürlich auch viele Adressen gegeben. Wir waren auch vorher schon Kunden des Hauses Oppenheim. Das war aber die Generation vorher. Die sind fast an Vornehmheit zugrunde gegangen. Ich weiß sogar noch, dass wir mit der Firma einem durchaus hochkarätigen Mitarbeiter ein PC geschenkt haben, weil das Bankhaus hatte noch Durchschreibebuchführung lange Zeit. Und das war auch so ein Stück Status, den die früheren persönlich haftenden Gesellschafter und Inhaber gepflegt haben. Ihre adlige Attitüde behielten sie bei. Die Barone, Grafen und Freiherren aus dem Hause Oppenheim. Das gehörte zum Image der Bank, des deutschen Geldadels. Und damit waren die Banker über Generationen gut gefahren. Doch nun wehte ein neuer Wind. Der hemdsärmelige Esch mischte den Laden auf, brachte neue Ideen und vor allem Gewinn. Ich behaupte immer, dass Herr Esch ein außergewöhnliches Talent hat, mit sehr viel Empathie sein Gegenüber sofort aufzunehmen und innerhalb von 5 Minuten dem genau das liefern kann, was er braucht. Also professioneller
ausgestattet, kann kein Verkäufer sein. Esch lieferte seinen Kunden im Rahmen der Vermögensverwaltung alle erdenklichen Annehmlichkeiten frei Haus. Vom Limousinenservice über den Sicherheitsdienst bis zu kleineren und größeren Dienstleistungen. Karten für die Oper oder ein Termin beim Chefarzt, kein Problem für Meister Esch. Für Kunden, die nicht gerne mit dem gemeinen Volk reisten, hielt er auch einige Privatflugzeuge bereit. Die exklusiven Challenger-Maschinen boten unterwegs allen erdenklichen Luxus. Maßgeschneidert für Kunden wie Thomas Middelhoff, der den Esch-Service oft und gerne nutzte. Das System für seine Gesamtvermögensverwaltungskunden bestand bestimmt darin, dass es ein rundum sorglos Paket war. Also alle Finanzierungsthemen waren sowieso gelöst. Aber darüber hinaus gab es auch einen in jeder Hinsicht umfassenden Service, von der Organisation der Flugreise über Limousinenservice. Ich glaube, diese Art von Service hat sogar bei einigen Kunden ein Gefühl entwickeln lassen, wenn ich auf diese Hilfsmittel und auf diese Unterstützung nicht mehr zurückgreifen kann, dann wird es schwierig, mein Leben überhaupt in seinen Abläufen zu ordnen und zu organisieren. Auch für Madeleine Schickedanz schuf Esch solch einen Wohlfühlkokon. Inzwischen sind die beiden zerstritten. Die ehemalige Karstadt-Hauptaktionärin fordert von ihrem einstigen Vermögensverwalter und Oppenheim 1,9 Milliarden Schadenersatz. Die scheue Milliardärin äußerte sich 2011 erstmals öffentlich zu den Geschäften mit Esch. Er hatte, wie er es immer ausdrückte, 12 der wohl größten Vermögen in Deutschland in seiner Vermögensverwaltung. Da waren relativ solide Namen dabei, wo ich dann auch nach und nach dachte, na gut, vielleicht ist das tatsächlich besser. Ich selber war ja nie so bewandert mit diesen ganzen Anlagen und fühlte mich dann vielleicht bei jemandem, der so viele Beziehungen hatte und auch so weitreichende Beziehungen und alles immer in enger Abstimmung mit Saal Oppenheim gemacht hat, eigentlich dann nach und nach ruhiger. Das gediegene Ambiente des Traditionshauses Oppenheim verlieh den Esch-Geschäften einen seriösen Anstrich. Über alle Standesunterschiede hinweg sicherte der Mann vom Bau den Bankkunden vor allem eins: gute Renditen und Steuervorteile. Seine Aussage war immer: Die Bank bin ich. Ich glaube, dass Herr Esch, wie er mir sagte, in der Bank ein- und ausging, dass er letztendlich einer der wenigen war, der ziemlich bestimmend aufgetreten ist und auch auftreten konnte. Nach den Gründen gefragt, hat er mir immer gesagt, ich bringe mindestens 50% des Ergebnisses von Saal Oppenheim. Esch bestreitet diese Darstellung bis heute. Fakt ist, er erwirtschaftete nicht nur hohe Gewinne, sondern besaß auch großen Einfluss. Esch übernahm sogar die persönliche Vermögensverwaltung führender Banker und besaß weitreichende Vollmachten, unter anderem des Bankchefs Matthias Graf von Krockow, des Aufsichtsratsvorsitzenden Georg Baron von Ullmann und der inzwischen verstorbenen Großaktionärin Baronin Karin von Ullmann. 2009 durchleuchtete die Bankenaufsicht die Geschäfte von Saal Oppenheim und den Einfluss des Nichtbankers Esch auf das Haus. Die Kontrolleure stellten fest, dass Esch persönlich über 40 Kunden der Bank betreute. Sie hatten Kredite in Höhe von fast 3 Milliarden Euro erhalten. Kunden wie Schickedanz besaßen zudem große Aktiendepots. Esch bestreitet uns gegenüber jedoch, jemals eine Portfolioverwaltung ausgeübt zu haben. Den Prüfbericht der Bankenaufsicht legen wir Hans-Peter Schwintowski vor. Er ist Professor für Bankrecht. Also nach der mir vorliegenden Information betreute Herr Esch eine große Zahl von vermögenden Privatkunden mit erheblichem Vermögen. Und damit machte er ein Finanzdienstleistungsgeschäft, für das man
eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz benötigt. Diese Erlaubnis hatte er nicht. Damit macht man sich dann strafbar. Und das ist auch deshalb so geregelt, weil sonst die Gefahr besteht, dass Interessenkonflikte zwischen Kunde und Bank verdeckt werden, denn man ist ja auf beiden Seiten für beide Seiten tätig. In der rheinischen Klüngelhochburg Köln lief wenig ohne den gewieften Esch. Doch der wollte mehr. Bald wurde er zu einem der einflussreichsten Investoren und Vermögensverwalter Deutschlands. Und über die Vermögensverwaltung seiner Kunden versuchte er, neue Geschäfte zu machen. Zum Beispiel mit Karstadt. Bereits seit 2001 trafen sich Esch und die Bankiers immer wieder mit Verantwortlichen von Karstadt. Bei den vertraulichen Meetings ging es um geheime Aktien- und Immobiliengeschäfte, um Deals in mehrfacher Milliardenhöhe. Fertig, los, los! Grundsteinlegung des Karstadthauses Potsdam. Ein Projekt des Oppenheim-Esch-Fonds. Esch lässt bauen und Oppenheim bringt zahlungskräftige Investoren, Mitglieder des deutschen Geldadels, so solvent wie diskret. Als Privatbank sind wir auch, sagen wir, mit Privatplacements betraut. Das heißt, unsere Kunden, die sich hier als Investoren engagiert haben, legen überhaupt keinen Wert auf Öffentlichkeit. Was der verschwiegene Banker seinerzeit nicht sagen mochte, ist inzwischen bekannt. Zu den Investoren gehörten Mitglieder der milliardenschweren Familienunternehmen Douglas, Vorwerk, König Pilsner und Bofrost. Die Karstadt-Warenhäuser, wie hier in Leipzig, waren eine lukrative Einnahmequelle für die Investoren. Rund 820 Millionen Euro Miete sollte der Konzern in den nächsten 20 Jahren aufbringen. Für ganze 5 sanierte Häuser. Eine Belastung, die Karstadt nicht erwirtschaften konnte. Der clevere Esch hatte einen weiteren großen Coup gelandet und nun noch viel größere Pläne. Eine Schlüsselrolle dabei sollte das Bankhaus Oppenheim und dessen Kunden Schickedanz spielen. Dies hatte Esch bereits im Jahr 2002 Oppenheim schriftlich mitgeteilt. In dem Schreiben heißt es: Darüber hinaus wird über die Vertiefung der Geschäftsbeziehung zu Schickedanz Einblick in die Weiterentwicklung von Karstadt Quelle AG gewonnen, verbunden mit dem in Aussicht gestellten Aufsichtsratmandat. Und für diesen Posten hatte Esch offenbar schon einen Kandidaten im Auge. Als Herr Esch mal bei mir war und wir überlegten, wie ging denn das alles weiter oder wo ist denn eigentlich eine gesicherte Zukunft für Karstadt Quelle, da kam er plötzlich und sagte, ach weißt du, wenn alle Stricke reißen, dann bringe ich dir den Mittelhoff. Tatsächlich wird Thomas Mittelhoff 2004 Aufsichtsratsvorsitzender. Der smarte Manager sollte Optimismus verbreiten und vor allem den Aktienkurs nach oben treiben. Auch er war damals Kunde bei Esch. Hier, in seinem Haus in Bielefeld, ist er einen Tag vor seinem Amtsantritt Gastgeber einer vertraulichen Runde. Großaktionärin Schickedanz ist mit ihrem Mann gekommen. Und Josef Esch ist ebenfalls mit von der Partie. Erinnern Sie sich noch daran? Nur schemenhaft. Wissen Sie noch, was der Gegenstand dieses Treffen war? Also erstmal völlig natürlich das Interesse von dem Großaktionär, vertreten durch Frau Schickedanz. Wie sieht es mit der Firma aus? Was sind die großen Herausforderungen? Welche Probleme müssen wir lösen? Ja. Darüber hinaus natürlich auch die sie finanzierende Bank, dass sie interessiert war, war völlig verständlich. Und auch die Überlegung, was kann man tun, um Wertpotenzial, was man in dem Unternehmen noch sah, zu heben und die Firma wieder zum Erfolg zu führen? Wertpotenzial zu heben. Eine Spezialität vor allem von Oppenheim und Esch. Konkret geht es um Aktienkäufe. Die Karstadt-Aktie war damals mit rund 15 Euro notiert. Doch mit dem Finanzguru Mittelhoff im Rücken erhoffte man sich einen steilen Anstieg.
Herr Esch hat versucht, mit den Aktien zu spekulieren. Was wissen Sie darüber? Darüber ist mir nichts bekannt. Doch der Plan zum Ankauf von Karstadt-Aktien ist im Protokoll des Treffens in Bielefeld festgehalten. Und die sollten verdeckt gekauft werden. Vom Bankhaus Oppenheim, von Esch und seinen Kunden. Und auch von Madeleine Schickedanz. Es ging um den geplanten Ankauf von Karstadt-Quelle-Aktien in Höhe von 750 Millionen Euro. Der Milliardenpoker um Karstadt war damit eröffnet. Zu dieser Zeit befand sich Karstadt schon in einer schweren Krise. Ein Sanierungsprogramm wurde beschlossen, wieder einmal mit erheblichen Folgen für die Mitarbeiter. Rund 5000 Arbeitsplätze sollten abgebaut werden. Das trieb die Beschäftigten auf die Straße. Betriebsrat Hermann Heinrich war seinerzeit auch dabei und erinnert sich. Die ersten Beiträge mussten die Arbeitnehmer 2002 liefern mit über 1 Milliarde Euro, denn damals wurde die Betriebsrente geschlossen und gestoppt. Und allein dieses Einsparpotenzial war 2002 schon 1 Milliarde. Dann kam 2004, als da nichts mehr zu holen war, mussten die Mitarbeiter mit Lohn und Gehalt in die Bresche springen. Und das waren 750 Millionen 2004. Das hat bei den Verkäuferinnen und Verkäufern zwischen 4.000 und 6.000 Euro im Jahr ausgemacht. Das sind 20% des Grundlohns. Und das war schmerzhaft. Die Menschen mussten leiden in dieser Zeit. Während die Verkäuferinnen immer neue Opfer bringen mussten, wurde Karstadt hinter den Kulissen zum Spekulationsobjekt. Drahtzieher Esch hatte mit der Großaktionärin Schickedanz und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Middelhoff zwei wichtige Mitspieler unter seinen Kunden. Nun wird die Schweiz Schauplatz eines trickreichen Deals. Es ging darum, über Madeleine Schickedanz verdeckt Aktien zu kaufen. In St. Moritz hatte die Quelle-Erbin einen Zweitwohnsitz. Auf dem Papier war sie immer noch Milliardärin, tatsächlich aber hoch verschuldet. Bei Oppenheim hatte sie bereits in den letzten Jahren rund 290 Millionen Euro Kredit aufgenommen, um Karstadt-Aktien zu kaufen. 2005 kam Herr Esch mit der Aussage, es läuft alles perfekt und Sie haben ja auch große Pläne und ich sollte für eine Interessengemeinschaft Gesellschaftern Saal Oppenheims doch bitte Aktien zukaufen. Umgesetzt wurde das geheime Geschäft in der Finanzmetropole Zürich. Dort sind zahlreiche Briefkastenfirmen registriert, über die man verdeckte Geschäfte betreiben kann. Ein solches Unternehmen wurde nun bei dem Deal zwischengeschaltet. Es saß hier in der Oppenheim-Filiale Zürich. Über ein Tochterunternehmen erhielt Madeleine Schickedanz 2005 ein weiteres Darlehen zum Kauf von Karstadt-Quelle-Aktien. Diesmal rund 380 Millionen Euro. Es hieß, du gibst letztendlich nur deinen Namen und wir bürgen dafür. Also das war eine ganz klare Aussage und ich wollte überhaupt nicht mehr, weil ich gesagt habe, also ich mit diesen Darlehen und ich kann überhaupt dafür keine Zinsen mehr zahlen, spielt alles keine Rolle. Finanzieren wir dir alles, du hast die Bürgen, du hast die Bank, das ist alles kein Thema. Zu den Bürgen für den Kredit gehörten unter anderem Bankchef Matthias Graf Krockow, sein Schwager, der Aufsichtsratsvorsitzende Georg Baron von Ullmann, Christoph Freiherr von Oppenheim sowie zwei Gesellschaften der Oppenheim-Esch-Gruppe. Sie bürgten zusammen für den Kredit an Schickedanz. Man hoffte auf steigende Kurse und spekulierte auf einen Gewinn von annähernd 2 Milliarden Euro. Madeleine Schickedanz kaufte dann unter ihrem Namen große Aktienpakete. Wer am Ende wie viel kassieren sollte, stand auch schon fest.
Die Gewinnverteilung letztendlich wäre dann gewesen 70 für die Gesellschafter vom Bankhaus Oppenheim und 30% für mich. Sie war schon gar nicht mehr kreditwürdig zu dieser Zeit, als man diesen großen Kredit ihr gegeben hat. Tatsächlich haben dann auch maßgebliche Persönlichkeiten der Bank für die Rückzahlung des Kredites persönlich gebürgt und dafür dann allerdings sich auch 70% der möglicherweise in Zukunft entstehenden Gewinne versprechen lassen. Das deutet alles darauf hin, dass es eben kein Kreditgeschäft an Frau Schickedanz sein sollte, sondern in Wirklichkeit ein verdecktes Eigengeschäft. Die Esch-Gruppe gab nicht nur Madeleine Schickedanz Millionen Kredite. Über seine zahlreichen Firmen, die hier in seinem Bürohaus in Troisdorf sitzen, hatte Esch über Jahre auch anderen Kunden hohe Kredite gewährt. 50 Millionen Euro, sogar den Bankern von Oppenheim. Bankgeschäfte. Das ist ein Geschäft, für das braucht man eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz. Und wenn man diese Erlaubnis nicht hat, dann macht man sich strafbar. Auch deshalb hat die Staatsanwaltschaft Josef Esch jetzt angeklagt. Dieser behauptet nicht gewusst zu haben, dass es sich um verbotene Geschäfte gehandelt habe. Außerdem habe er nur einem ausgesuchten Kundenkreis Kredite gewährt. Zurück zum Aktiengeschäft. Damit die erhofften Gewinne auch eintraten, musste der Kurs der Karstadt-Aktie nun steigen. Jetzt war es am Esch-Kunden Middelhoff, den Börsenwert nach oben zu treiben. Er wurde 2005 vom Aufsichtsrat zum Vorstandsvorsitzenden. Der neue Karstadt-Quelle-Chef galt als gewiefter Investmentprofi, der weiß, wie die Börse funktioniert. Der Aktienkurs sollte um das Fünffache steigen, versprach er. Der Aktienkurs ist im Jahr 2005 um 69% gestiegen. Inzwischen hat er sich gegenüber 2004 mehr als verdreifacht. Karstadt-Quelle war der Top-Performer im MDAX. Sie sehen, meine Damen und Herren, ich setze mich höchstpersönlich mit aller Kraft für die Wertsteigerung unseres Unternehmens am Kapitalmarkt ein. Und Middelhoff sollte bei dem Geschäft mit der Karstadt-Aktie offenbar auch privat mitverdienen. Es gab da nämlich noch eine geheime Vereinbarung, Deckname Waterfall. Hiernach fragten wir Middelhoff bereits 2012. Das Stichwort Waterfall, sagt Ihnen das was? Das Stichwort Waterfall sagt mir in dem Moment nichts, nein. Das Papier ist von Middelhoff selbst, handschriftlich verfasst. Was bedeutet der Codename Waterfall? Wir konfrontierten den ehemaligen Arcandor-Chef mit seinen eigenen Aufzeichnungen. Zu dieser konkreten Frage, Waterfall bleibt bestehen, kann ich im Moment da anders nicht interpretieren, was das in diesem Kontext genau damals zu sagen hatte. Middelhoff mochte sich nicht an die Absprachen im Oktober 2005 erinnern. Damals flog Josef Esch eigens nach Holland, um sich dort mit Madeleine Schickedanz zu treffen. Dort am Flughafen wurde das sogenannte Rotterdam-Papier von der Hauptaktionärin unterzeichnet. Danach sollte Thomas Middelhoff von Schickedanz, dem Bankhaus und der Oppenheim-Esch-Gruppe eine Erfolgsprämie von mindestens 100 Millionen Euro erhalten, wenn sich der Kurs der Karstadt-Aktie wie erhofft verdoppeln sollte. Das war Waterfall, ein warmer Geldregen für Thomas Middelhoff. Doch um den Aktienkurs in die Höhe zu treiben, mussten die stillen Reserven des Unternehmens gehoben werden, die Immobilien im geschätzten Wert von rund 5 Milliarden Euro. Am 27. März 2006 wurde der Verkauf von 174 Warenhäusern hier in der Essener Karstadt-Zentrale besiegelt. Käufer war ein Tochterunternehmen der Investmentbank Goldman Sachs. Damit seien die Karstadt-Finanzen saniert, hieß es. Doch schon ein Jahr nach dem Verkauf war das Unternehmen genauso hoch verschuldet wie zuvor. Die neuen Vermieter hatten die Miete für die Karstadt-Warenhäuser drastisch erhöht und Middelhoff hatte dies akzeptiert. Also wenn man sich mal das gesamte Problem um Karstadt Arcandor anschaut und überlegt, wie sollte eigentlich mal
dieser Konzern saniert werden, das Geschäftsmodell, dann kommt man natürlich schon ins Grübeln, wenn man sich anschaut, dass in dem Bereich, in dem die Reserven des Unternehmens lagen, also bei den Grundstücken und Immobilien, dass dieser Bereich abgetrennt wird, dass der Bereich, der eigentlich schlecht läuft, nun sehr, sehr hohe Mietzahlungen leisten muss und damit also noch stärker belastet ist, als das vorher schon war, so dass es eigentlich von Anfang an erkennbar war, dass das Unternehmen auf diese Weise jedenfalls nicht gerettet werden kann. Stattdessen Kosmetik. Thomas Middelhoff gab dem verschuldeten Karstadt-Konzern einen glänzenden neuen Namen. Aus Karstadt wurde Arcandor. Der Chef fabulierte noch 2007 von einer neuen Erfolgsgeschichte. Wir glauben, dass dieser Name eigentlich das auch widerspiegelt, was wir anstreben für den Konzern, nämlich Werte, Glaubwürdigkeit, Mut und auch ein Stück Nachhaltigkeit. Middelhoffs Worthülsen klangen lange nach in den geschlossenen Filialen und bei den entlassenen Mitarbeitern. Middelhoff versuchte den Menschen eine schöne Welt vorzugaukeln, aber viele sind drauf reingefallen, auch Arbeitnehmer und Arbeitnehmervertreter vor allem. Und Middelhoff war für mich nie ein ernster Manager. Er war und kam aus dem Finanzgeschäft und von so sehe ich ihn immer noch. Er war ein Finanzhai. Und nicht nur Middelhoff spielte beim großen Karstadt-Roulette eine Rolle. Auch andere gewiefte Finanzexperten traten auf den Plan. Wie der Deutschlandchef der Investmentbank Goldman Sachs, Alexander Dibelius. Ein Mann, der kaufte, verkaufte und fusionierte. Zum Beispiel die zwei großen Warenhauskonzerne Karstadt und Kaufhof. Zu einer deutschen Warenhaus AG. So der Plan. Und hier kam nun wieder Josef Esch ins Spiel. Er sollte nach diesem Dokument den Zusammenschluss bewerkstelligen und dafür eine Provision erhalten. Hochgerechnet einen dreistelligen Millionenbetrag. Dieser Generalauftrag ist nicht unterschrieben. Wie viele Dokumente, die jetzt Gegenstand der zahlreichen Prozesse sind. Offenbar hatte der clevere Esch darauf geachtet, möglichst wenige Dokumente zu hinterlassen, die von ihm unterschrieben wurden. Auch Teil des Systems Esch. Ja, Herr Esch hat einmal sehr deutlich mir erklärt, ich soll nicht so viel schreiben mit den Worten, schrief nichts, ruf mich an, ich klär das alles. Natürlich hat das bei mir hervorgerufen, du solltest besser schreiben und Aktenlagen herstellen, weil das ist zu gefährlich, diesem Menschen, der hochintelligent ist, wenn er keine Aktenlagen haben will, die von mir geschaffen worden sind. Aber wenn man mit ihm spricht, will er sofort und auf der Stelle und ohne Verzug, am liebsten sofort die Unterschrift, spätestens am nächsten Tag. Diese Erfahrung machte auch die Esch-Kundin Schickedanz im Oktober 2008. Die Karstadt-Arcandor-Großaktionärin wird von ihrem Vermögensverwalter Esch zum Flughafen Köln zitiert. Herr Esch rief in einer ziemlichen Hektik mich an, dass die Bankenaufsicht bei Saal Oppenheim wäre und dass sie zusätzliche Sicherheiten benötigen würden wegen des Kredits. Ich müsste mein gesamtes Privatvermögen verpfänden. Herr Esch stieg dann mit einem Notar zu, den ich noch nie gesehen hatte, und der mir dann Unterlagen vorlegte, Urkunden, die ich zu unterzeichnen hätte. Herr Esch sagte dann nur lakonisch, du musst es tun, sonst bist du pleite. Offenbar hatten sich alle Beteiligten verzockt. Die Fusion mit Kaufhof kam nicht zustande. Der Aktienboom nach dem Verkauf der Immobilien war nur ein Strohfeuer. Der Konzern geriet erneut in schwere Turbulenzen. Seit Anfang des Jahres 2008 verlor die Aktie 90% ihres Wertes, mit erheblichen Auswirkungen für die Mitarbeiter. Zum Beispiel beim Tochterunternehmen Quelle in Leipzig. Hier im Versandhandel wurden 300 Arbeitsplätze gestrichen. Sanierungsmaßnahmen. Die Mitarbeiter
gingen auf die Straße. Mir geht's elend, beschissen, man hat Wut. Wir sind alle in einem Alter, wo wir mit Sicherheit Probleme haben, eine neue Arbeit zu finden. Und das macht mich einfach nur Wut und Hass. Und ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Einfach so, man ist so machtlos gegen diese Machenschaften der oberen Herren in der Führungsetage. Was viele besonders in Rage bringt, ihr Chef bekam ausgerechnet hier in Leipzig die Ehrendoktorwürde verliehen. Für seine heroischen Anstrengungen zur Rettung des Warenhauskonzerns. Ich kann auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen, dass ihre emotionalen Gefühle auch dahingehend sind, dass sie sagen, warum bekommt denn dieser Mensch hier einen Ehrendoktor gerade in Leipzig? Auf der anderen Seite kann ich diesen Mitarbeitern nur zurufen, durch die kraftvolle Sanierung von Quelle und auch durch die Einschnitte hier in Leipzig haben wir wettbewerbsfähige Strukturen geschaffen. Doch Karstadt war schon lange nicht mehr wettbewerbsfähig. Waren wurden verramscht, Filialen geschlossen. Tausende Verkäuferinnen verloren ihren Job. Die verbliebene Belegschaft sollte erneut große Opfer bringen. Binnen 6 Jahren mussten die Mitarbeiter auf annähernd 2 Milliarden Euro Lohn und Gehalt verzichten. Die Stimmung war am Boden. Nicht so in Saint-Tropez. Hier hatte Thomas Middelhoff auch auf dem Höhepunkt der Krise wieder Verantwortliche des Konzerns übers Wochenende eingeladen. Offenbar soll hier in seiner Villa die Erleuchtung kommen, wie Karstadt-Arkandor noch zu retten sei. Die über 30.000 Euro für den Trip stellte der Chef seinem nahezu insolventen Arbeitgeber erneut in Rechnung. Nur 6 Tage nach dem schönen Wochenende in Saint-Tropez steht der Konzern vor dem Kollaps. Der Finanzvorstand schlägt per Mail Alarm. Lieber Thomas, am Mittwoch, Donnerstag, geht das Geld aus. Was der Chef an der Côte d'Azur offenbar noch erfolgreich verdrängt hatte, muss nun raus. Selbst Thomas Middelhoff schreibt von Insolvenz. Nun jagt eine Krisensitzung die nächste. Auch die Privatvillen derer von Oppenheim sind Schauplatz hektischer Aktivitäten. Das Bankhaus gerät zusehends in den Strudel der Arkandor-Krise. 220 Jahre Tradition stehen auf dem Spiel. Die Arkandor-Aktie fällt ins Bodenlose. Die Banker setzen nun alles auf eine Karte. Oppenheim wird Großaktionär bei Karstadt. Die Banker sind so tief in die dubiosen Geschäfte verstrickt, dass sie das Unternehmen um jeden Preis retten wollen. Doch das Fiasko ist nicht mehr aufzuhalten. Der Konzern rauscht auf den Abgrund zu. Kurz vor der Pleite musste Dr. H.C. Thomas Middelhoff dann doch die Koffer packen. Sein Sanierungsprogramm war gescheitert. Wenn man sich so anguckt, wie Karstadt eigentlich saniert werden sollte und was tatsächlich passiert ist, dann könnte man auf den Gedanken kommen, dass es von Anfang an gar nicht um die Sanierung des Unternehmens, sondern eigentlich um eine Ausbeutungsstrategie ging, nämlich die wertvollen Teile aus dem Unternehmen herauszulösen, anderen Personen zu führen und die nicht wertvollen dann letztlich über eine Insolvenz abzuwickeln. Das könnte man so sehen. Anfang Juni 2009 musste der Konzern Insolvenz anmelden. 19 Milliarden Euro forderten die Gläubiger. Das Insolvenzverfahren läuft bis heute. Zahlreiche Filialen wurden geschlossen. Als Thomas Middelhoff zu Karstadt kam, arbeiteten dort über 100.000 Mitarbeiter. Nur noch gut die Hälfte, als er ging. Und die kämpften um die verbliebenen Arbeitsplätze. Der Staat sollte mit Bürgschaften in die Bresche springen. Doch die politische Hilfe blieb aus.
Karstadt konnte nur überleben, weil sich doch noch ein Käufer fand und die Beschäftigten wieder mal auf Lohn und Gehalt verzichteten. Betriebsrat Hermann Heinrich musste seinerzeit der Belegschaft in Kaiserslautern die neuen Hiobsbotschaften überbringen. Ausgerechnet kurz vor Weihnachten. Die Arbeitgeber wünschen einen Arbeitnehmerbeitrag, einen erneuten Arbeitnehmerbeitrag nach 2002, 2004, 2008, nun auch in 2009. Sie fordern einen Vertrag mit uns bis zum Jahre 2012, in dem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jährlich auf 50 Millionen Euro Lohn- und Gehaltsbestandteile verzichten. Doch alle Opfer der Belegschaft waren umsonst. Auch die Filiale Kaiserslautern wurde im März 2010 geschlossen. Weitere 180 Mitarbeiter blieben auf der Strecke. Und für das Tochterunternehmen Quelle gab es ebenfalls keine Rettung mehr. Das traditionsreiche Versandhaus musste komplett abgewickelt werden. 4000 Arbeitsplätze wurden abgebaut. Nach über 80 Jahren war eines der ganz großen deutschen Unternehmen vom Markt verschwunden. Dass man sich natürlich Vorwürfe macht, falschen Leuten vertraut zu haben und nicht rechtzeitig erkannt zu haben, dass das Ganze vollkommen daneben geht und dass das Lebenswerk meiner Eltern dadurch zu Bruch gegangen ist, dass viele Menschen tatsächlich dann auf der Straße standen, das mache ich mir zu wirklich bittere Vorwürfe. Und auch die traditionsreiche Privatbank Oppenheim stand kurz vor der Pleite. Statt der erhofften Milliardengewinne mit Karstadt hatten die adligen Zocker Verluste von rund 1,7 Milliarden Euro angehäuft. 90% der einst über 4000 Bankangestellten verloren ihren Job. Die ehemals größte Privatbank Europas wurde von der Deutschen Bank übernommen. Die alte Führungsriege musste abtreten. Und steht jetzt vor Gericht. Alle, die einst gemeinsam Kasse machen wollten, fallen heute übereinander her. Aus einstigen Partnern sind erbitterte Gegner geworden. Jeder gegen jeden. Der Ausgang ist ungewiss.